Antwerpen, Anfang des 17. Jahrhunderts. Mit Antonis van Dyck betritt ein einzigartiges Talent die Kunstszene der Stadt. Die flämische Metropole erlebt gerade einen kulturellen Aufschwung, mit Rubens als unangefochtenem Superstar. Der 22 Jahre jüngere van Dyck wird sein begabtester Schüler und der ehrgeizigste. In kürzester Zeit erschafft er unzählige Meisterwerke und macht sich schnell einen Namen. War der große Rubens für van Dyck Vorbild? Oder doch eher Rivale, aus dessen Schatten er sich bis heute nicht befreien kann? Fast 400 Jahre nach seinem Tod lassen sich in van Dycks Bildern Antworten auf diese Frage entdecken. In Antwerpen zu van Dycks Zeit, da war einfach Rubens und da gab es erstmal gar kein Vorbeikommen. Da musste der Weg irgendwie da durchführen. Rubens war die Nummer eins, nicht nur in den Niederlanden, sondern in ganz Europa. Van Dyck war der Begabteste, aber Rubens war Gott. Van Dyck hat sich sein Leben lang abgemüht, aus Rubens Schatten herauszutreten, da bin ich mir ganz sicher. Anfangs war es wirklich eine Vater-Sohn-Beziehung und das blieb es vielleicht auch. Aber das will man als Sohn nicht, man will eigenständig werden. Im Grunde konnte van Dyck mit 15, 16 alles mit Farbe machen, was man mit Farbe so machen kann. Es gibt gewisse Maler, die nutzen sich ab, wenn man bestimmte Bilder mehrfach anschaut. Und das ist bei van Dyck einfach nicht der Fall. Der entwickelt immer wieder etwas, was faszinierend ist. Antonis van Dyck ist einer der erfolgreichsten Künstler seiner Zeit. Ein Wunderknabe, der schon mit 15 Jahren Bilder erschafft, die Jahrhunderte überdauern. Seine spätere Schaffensphase, in der er es in England zu Ruhm und Reichtum bringt, ist weitestgehend erforscht. Aber in den Gemälden aus seinen jungen Jahren in Antwerpen lässt sich noch viel Neues entdecken. Die Alte Pinakothek in München besitzt eine der größten van Dyck-Sammlungen weltweit. Kuratorin Mirjam Neumeister arbeitet mit ihrem Team an einer Ausstellung, mit der sie die vielschichtige Künstlerpersönlichkeit van Dycks greifbar machen will. Über 50 Werke aus dem Bestand der Alten Pinakothek werden dafür aufwendig untersucht. Die intensive Beschäftigung mit den Gemälden soll neue Erkenntnisse über van Dycks Arbeitsweise liefern. Die Forschung spielt absolut eine ganz wesentliche Rolle, denn ich stehe eigentlich immer vor einem Bild erstmal, wie es auch der Besucher im Museum sieht, also als abgeschlossenes Produkt mit einem Goldrahmen drum und kanonisiert, weil es eben an einer Museumswand hängt. Aber das, finde ich, greift, gerade wenn man an einem Museum tätig ist, zu kurz. Man muss sich schon auch sozusagen mit dem Gemälde als gemaltem Produkt, also das heißt als Ergebnis eines schöpferischen Aktes, auseinandersetzen. Und das ist das, was wir eben mit diesen gemäldetechnologischen Untersuchungen gemacht haben. Also das geht praktisch durch das Weiß des Auges. Und da sieht es aus, als ob man eine Träne hat. Mithilfe modernster Technologie schauen die Forscher van Dyck in die Karten. Untersuchungen wie beispielsweise mit dem RFA-Scanner, der einen Blick in die Farbschichten und unter die Bildoberfläche ermöglicht, finden oft mitten in den Ausstellungsräumen des Museums statt. Das ist schon ein ganz wichtiges Ziel. Also die Besucher sollen tatsächlich wissen, dass wir das, was wir da erzählen werden über diese Künstlerpersönlichkeit, tatsächlich eben durch das Erforschen seiner Bilder gewonnen haben. An den Untersuchungen sind mehrere Fachbereiche beteiligt. Neben chemischen Messverfahren wie der RFA-Analyse, Röntgenuntersuchungen und intensiver Archivrecherche gehören natürlich auch Restaurierungsarbeiten dazu. Der leitende Restaurator der Alten Pinakothek, Jan Schmidt, und die Direktorin des an die Pinakothek angeschlossenen Dörner-Instituts, Eva Ortner, machen das Unsichtbare mit enormem Arbeitsaufwand sichtbar. Wir arbeiten eben sehr eng zusammen, die restauratorische Forschung und die Kunstgeschichte, mit dem Ziel, das kunsthistorische Wissen zu bereichern. Wenn wir dann viele Daten zusammenbringen können, dann
schließt sich das Puzzle nach und nach. Und mit dem Schaumstoff, das stimmt jetzt nicht, oder? Weil das so ein bisschen schräg ist jetzt da oben. Ein Projekt dieser Größenordnung ist, da wir auch mit großen Bildern zu tun haben, ist wirklich ein großer logistischer Aufwand. Wir haben eigentlich vor mehreren Jahren angefangen, schon mit der Vorbereitungszeit, indem wir von allen Bildern praktisch als unser Arbeits- und Untersuchungsmaterial Röntgenaufnahmen angefertigt haben, Infrarotaufnahmen angefertigt haben. Das hat eigentlich am Anfang gestanden, um überhaupt mal das Material zu haben, mit dem wir uns dann den Bildern intensiver widmen können. In dieser Intensität hat das eben noch niemand machen können und auch noch niemand gemacht. Und von daher ist das eine spannende Arbeit, muss man sagen, ja. Die Untersuchungen richten den Blick auf die zwei Schaffensphasen, die Van Dyck in seiner Heimatstadt Antwerpen verbringt. Die erste ist geprägt von seinen Lehrjahren bei Peter Paul Rubens. Die zweite beginnt mit seiner Rückkehr aus Italien. Die Bilder aus dieser Zeit erzählen viel über Van Dycks künstlerische Entwicklung. Gerade bei Künstlerpersönlichkeiten, wo es so wenig Quellen gibt und gar nichts Persönliches, sind natürlich die Bilder das Einzige, was darüber über lange Zeit spricht. Man muss sich wirklich da nochmal ranbegeben und sich tatsächlich fragen, was sehen wir auf diesen Bildern und was sagt das über den Mann, der sie eben vor so einer langen Zeit mal geschaffen hat, aus. 1599 kommt Antonis van Dyck als fünftes Kind eines wohlhabenden Stoffhändlers in Antwerpen zur Welt. Er wird in eine dramatische und gefährliche Epoche hineingeboren, die durch politische und religiöse Aufruhr, Revolution und Krieg geprägt ist. Die protestantische Reformation und die katholische Gegenreformation erschüttern den europäischen Kontinent und spalten die Niederlande. Die nördlichen protestantischen Provinzen erklären sich für unabhängig, während die südlichen katholischen Provinzen unter die Herrschaft von Albert und Isabella, den Regenten der sogenannten Spanischen Niederlande, fallen. Die Rekatholisierung der südlichen Niederlande war im Grunde genommen ein erzwungener Prozess. Der Staat war katholisch und Protestanten wurden in Antwerpen nicht geduldet. Sie mussten in den Norden ziehen, um ihre Religion ausleben zu können. Die Hälfte der Bevölkerung verließ die Stadt. Finanzunternehmer, Geschäftsleute, Fachkräfte, Intellektuelle, Künstler, alle gingen sie nach Holland oder Deutschland. Ein Großteil der Kunst des 16. Jahrhunderts wurde von den Calvinisten zerstört. Religiöse Einrichtungen wurden schwer beschädigt, Altäre zerschmettert und Skulpturen zerbrochen. Der Schaden war sehr, sehr groß. So, 1609, Van Dyck ist gerade mal 10 Jahre alt, wird in Antwerpen nach fast 40 Jahren Krieg zwischen den niederländischen Provinzen ein Waffenstillstand unterzeichnet. Die Stadt holt Atem und der Kunstmarkt blüht auf. Denn die katholische Kirche setzt mit Prunk, Protz und Golddukaten zur Gegenreformation an. Alles soll noch prächtiger werden. Im selben Jahr wird Van Dyck von seinem Vater in die Lehre gegeben und wird Schüler von Hendrik van Balen, dem Dekan der Lukasgilde. Der Beruf des Künstlers gilt zu jener Zeit als respektabel und lukrativ. Alle künstlerischen Gewerke sind gefragt. Denn die Gegenreformation macht sich im großen Stil die hochemotionale, prunkvolle Kunst und Architektur des Barocks zunutze. All diese Kirchen, all diese religiösen Institutionen mussten neu dekoriert werden. Mit Gemälden, Skulpturen und so weiter. Für Künstler waren das tolle Zeiten. Es gab viel Arbeit, die Nachfrage war groß. Von dieser Nachfrage profitiert vor allem einer. Peter Paul Rubens, der gerade von einer Italienreise zurück nach Antwerpen kommt. Rubens kam 1608 aus Italien zurück und man kann sagen, dass er in Antwerpen wie ein Meteor einschlug.
like a meteor. Rubens, you can't explain without. Rubens lässt sich ohne die Gegenreformation nicht erklären. Das ist Kunst, die extrem eng mit Religion verbunden ist. Rubens trifft den Nerv der Zeit. Ihm gelingt es, durch seine Bilder ergreifende Geschichten zu erzählen, die nicht nur seine elitären religiösen Auftraggeber begeistern, sondern durch ihre Emotionalität vor allem das einfache Volk berühren. Durch seine Italienreise von Caravaggio inspiriert, scheint es ihm möglich, Bibeltexte in Farbe zu übersetzen. So etwas hatten die Antwerpener noch nicht gesehen. Er brachte wirklich einen gegenreformatorischen Barockstil nach Antwerpen. Alles andere sah im Vergleich altmodisch und irgendwie verhalten aus. Sein neuer Stil dominierte die Stadt. In der Antwerpener Liebfrauenkathedrale hängt eines der ersten Gemälde, die Rubens nach seiner Rückkehr aus Italien fertiggestellt hat. Friso Lammertze, Kurator und Kunsthistoriker aus Rotterdam, zieht es immer wieder in die Antwerpener Kathedrale, um sich das beeindruckende Gemälde anzusehen. Ursprünglich für die St. Walburger Kirche gemalt, wird das große Triptychon 1610 enthüllt. Die Kreuzaufrichtung ist eine Sensation. Rubens bringt den italienischen Malstil nach Antwerpen. Seine Bilder haben eine Lebendigkeit, die komplett neu war. Es muss überwältigend gewesen sein. Christus sieht lebendig aus, die Jungfrau sieht lebendig aus. Sie bewegen sich. Deshalb wirken sie so überzeugend. Auch heute ist das Triptychon noch ein Besuchermagnet. Damals wird der 11-jährige Van Dyck sicherlich auch dem fast magischen Sog des Gemäldes in die St. Walburger Kirche gefolgt sein. Man muss sich Van Dyck als 10-11-Jährigen vorstellen, wie er in die Kirche geht, um sich das Gemälde anzuschauen, das anders ist als alles, was er bisher gesehen hat. Er ist ein Schüler Hendrik von Balens, der winzige, ausgefeilte Bilder malt. Und dann sieht er das, voller Bewegung und Action. Das muss so beeindruckend gewesen sein. Da wäre man gern dabei gewesen, um zu sehen, wie er das Gemälde bestaunt. Für Rubens boomt das Geschäft. Mitten in der Stadt lässt er sich ein imposantes Haus samt Werkstatt und Garten nach italienischem Vorbild bauen. Man kann es heute städtebaulich kaum noch erkennen. Drumherum ist die Bebauung der Nachkriegszeit alles viel, viel größer und höher, als es zu Rubens Zeit war. Das Haus ist immer noch beeindruckend, aber damals muss es noch viel, viel prächtiger gewirkt haben. Das war einfach nicht zu übersehen. Ich bin sicher, über Rubens, der war Stadtgespräch. Er genießt in Antwerpen und darüber hinaus höchstes Ansehen. Als Hofmaler von Albert und Isabella, den Regenten der spanischen Niederlande, ist er sehr gefragt und verdient gut. Sein Haus ist prächtig ausgestattet. Er besitzt sogar eine eigene antike Skulpturensammlung. Das Haus war ein Symbol für seinen gesellschaftlichen Status und seinen Stand in den Niederlanden. Und durch das Haus stellte er sich als der Maler, der Künstler dar, der er sein wollte. Rubens muss eine Ausnahmeerscheinung gewesen sein. Einfach weit gereist, gebildet, selbstbewusst. Und wenn ich mir den jungen Van Dyck vorstelle, das ist so jemand, der hatte dafür auch einen Sinn. Der hat das natürlich wahrgenommen und hat sich davon auch inspirieren lassen. Ich glaube, dass für ihn das Ziel mit Rubens sehr wohl formuliert gewesen ist. Wie sich der junge Van Dyck von Rubens Vorbild inspirieren und anspornen lässt, kann man aus seinen Bildern herauslesen. Christopher Brown, Kunsthistoriker an der Universität Oxford, ist von Van Dycks Frühwerk fasziniert, in dem sein enormes Talent schnell deutlich wird. Van Dyck malte im Laufe seiner Karriere einige Selbstporträts. Und das hier ist definitiv das erste.
Wir nehmen an, dass er sehr, sehr jung war, als er das Bild malte. 14 oder 15. Er blickt über seine Schulter. Es ist keine leichte Pose, aber was mir und auch anderen Betrachtern auffällt, ist dieser außergewöhnliche weiße Pinselstrich hier, mit dem er den Kragen seines Hemdes malt. Das ist kein zögerlicher Strich. Der wurde absolut selbstbewusst in die Komposition gesetzt. Das sagt wirklich viel über den jungen Van Dyck aus, über sein Selbstbewusstsein und über seine erstaunliche technische Begabung als, ja, als ein Kind. Nachdem das Geschäft seines Vaters in Konkurs geht, muss der junge Van Dyck seinen eigenen Lebensunterhalt sichern und arbeitet hart. Dass sein Talent auch Rubens zu Ohren kommt, ist nur eine Frage der Zeit. Mit 14 malte er besser als andere in ihrem ganzen Leben. Rubens muss direkt gesehen haben, das ist einer, den ich gebrauchen kann. Antwerpen und seine Kunstszene waren überschaubar. Jeder kannte jeden und das Gerücht, dass in der Werkstatt von Hendrik van Balen ein großes Talent am Werk war, verbreitete sich rasend schnell. Wann genau Van Dyck beginnt, in Rubens Werkstatt zu arbeiten, ist nicht belegt. Fest steht, dass sich die Pfade der beiden Maler spätestens 1617 bei einem großen Auftrag in der St. Paulskirche kreuzen. Der britische Kunsthistoriker Christopher Brown hat sich intensiv mit den bei diesem Auftrag entstandenen Werken beschäftigt. Für eine Folge von 15 Bildern in der St. Paulskirche werden alle führenden Maler in Antwerpen verpflichtet. Van Dyck wird mit diesem Auftrag eine große Ehre zuteil. Er ist gerade mal 18 Jahre alt. Verdient für sein Bild aber die gleiche Summe wie der 20 Jahre ältere und deutlich etabliertere Rubens. Die 15 Gemälde der Bildfolge stellen die Geheimnisse des Rosenkranzes dar. Rubens Bild zeigt die Geißelung Christi, während Van Dyck mit der Kreuztragung beauftragt wurde. In den beiden Gemälden wird der unterschiedliche Malstil der Künstler besonders schön deutlich. It's very moving. Van Dycks Bild ist sehr bewegend. Ich finde, es ist wundervoll gemalt. Es ist unfassbar wirkungsvoll und dramatisch. Christus trägt das Kreuz, aber er stolpert und fällt. Es steckt voller Gefühl. Das ist die Emotionalität der Gegenreformation. Ein neuer Fokus darauf, das Leid von Jesus mitzuertragen auf diese hochemotionale Art und Weise. Auch die Gesten der Soldaten im Hintergrund sind hochdramatisch. Hier sieht man gut, wie unterschiedlich Rubens und Van Dyck ihre Figuren gestalten. Man sieht wirklich, wie viel skulpturaler Rubens Figuren sind. Rubens hat sich sehr für antike Skulpturen interessiert. Er gibt seinen Figuren Dreidimensionalität und Gewicht. Man hat fast das Gefühl, seine Hände um die Figuren legen zu können, weil sie so plastisch sind. Bei Van Dyck ist das nie der Fall. Das ist ein Hauptunterschied zwischen den zwei Malern. In der alten Pinakothek in München untersucht Eva Ortner, Restauratorin und Direktorin des Dörner-Instituts, Van Dycks Gemälde. Aus der Distanz haben die Bilder einen perfekten Effekt, ja? Aber aus der Nähe sieht man eben, wie spontan sie gemacht sind. Wenn man näher rantritt an das Bild und dann auf den Hintergrund schaut, sieht man, wie lässig zum Beispiel eine Hintergrundarchitektur gemalt ist. Ja, dass Achsen eventuell gar nicht ganz vertikal verlaufen, dass Linien nicht ganz durchgezogen sind.
Es zeigt die große Virtuosität, weil es zeigt auch, dass Van Dyck wusste, was man als normaler Betrachter wahrnimmt und worauf man eigentlich gar nicht achtet. Wenn man sich den frühen Van Dyck anschaut, dann sind Haare nicht wirklich Haare, sondern mehr gewellte Pinselstriche. Rubens malt Haare immer so, als wolle er uns überzeugen, dass wir ein Foto oder eine echte Person vor uns haben. Bei Van Dyck ist immer klar, das ist ein Gemälde. Und das ist in gewisser Weise moderner als Rubens Stil. Van Dyck nimmt die Leinwand an, er spielt mit ihr. Ich finde das subtiler. Rubens macht sich das Talent des jungen Malers zunutze und nimmt ihn in seiner Werkstatt auf. Bei der ersten dokumentierten Zusammenarbeit ist Van Dyck 19 Jahre alt. Jeder in Europa wollte Bilder von Rubens. Um diese enorme Nachfrage zu bedienen, brauchte er eine Werkstatt. Und er konnte mit den Allerbesten zusammenarbeiten. Als Van Dyck in Rubens Werkstatt kommt, ist er schon ein versierter Maler. Er steigt direkt als Assistent ein und nicht etwa als Schüler. Rubens sucht sich Leute aus, die schon malen können. Richtig gute Mitarbeiter, die er bei seinen Großaufträgen einsetzen kann. So schafft er es, die Deckengemälde für die Jesuitenkirche in nur einem Jahr zu vollenden. Und das waren riesengroße Bilder. Für die Jesuitenkirche in Antwerpen erhält Rubens 1620 den Auftrag, ganze 39 Deckengemälde anzufertigen. Es ist einer der ambitioniertesten und prestigeträchtigsten kirchlichen Großaufträge der Zeit, den Rubens nur mit viel Unterstützung bewältigen kann. Der Vertrag für diese Kommission hat die Zeit überdauert, im Gegensatz zu den Deckengemälden, die einem Brand zum Opfer fielen. Nur ein einziger Assistent wird darin namentlich genannt. Der 21 Jahre alte Antonis van Dyck. Man muss sich ja vorstellen, es gibt ein Heer von namenlosen Mitarbeitern von Rubens, die sicherlich auch nicht unbegabt gewesen sein können. Aber allein die Tatsache, dass sein Name relativ früh auch genannt wird, zeigt einfach, dass er tatsächlich Aufmerksamkeit erfahren hat. Er ist im Vertrag mit der Jesuitenkirche namentlich erwähnt. Das ist äußerst bemerkenswert. Dass er die Schlüsselfigur in Rubens Werkstatt war, ist also ganz klar. Der Vertrag hebt noch einen anderen interessanten Aspekt der damaligen Zeit hervor, den der Arbeitsteilung zwischen Meister und Werkstatt. Die Zuweisung Werkstatt hat heute beträchtliche Auswirkungen auf Preis und Prestige eines Gemäldes. Ein eigenhändiges Werk gilt als deutlich wertvoller als ein Werkstattbild. Ist diese Bewertung ein Produkt des 21. Jahrhunderts? Und gibt es überhaupt Gemälde aus der Werkstatt eines großen Malers, die ganz ohne Mithilfe seiner Mitarbeiter und Schüler entstanden sind? Das Thema Werkstatt ist natürlich faszinierend, aber im 17. Jahrhundert war das gang und gäbe. Wenn ein Gemälde von Rubens allein gemalt war, was selten vorkam, hatte das seinen Preis. Wenn es von Rubens mit seiner Werkstatt gemalt war, dann hatte es einen anderen Preis. Wenn es komplett in der Werkstatt entstand und Rubens nur Korrekturen vornahm, dann hatte es wieder einen anderen Preis. Im 17. Jahrhundert war das völlig normal. Bei unserem großen jüngsten Gericht beispielsweise in der alten Pinakothek sieht man, oder ist es sogar schriftlich niedergelegt, dass er gesagt hat, ich male den oberen Teil, weil der ist der schwierigste und der wichtigste. Und das ist sozusagen mein Anteil an dem Werk. Das sind so ganz, ganz rare Zeugnisse, wo man erkennt, es gibt eine starke Arbeitsteiligkeit in der Werkstatt. Und das, finde ich, erzählt wahnsinnig viele Geschichten. Auch in Van Dycks Bildern wird die Arbeitsteiligkeit eines gut funktionierenden Werkstattbetriebs sichtbar. Die Untersuchungen in München haben ergeben, dass an dem Bilderpaar Bildnis eines Mannes, Bildnis einer Frau wohl maßgeblich Van Dycks Werkstatt mitgearbeitet hat. Die beiden Gemälde, vom Forschungsteam liebevoll Ostereier getauft, lassen auch interessante Rückschlüsse auf Van Dycks Geschäftssinn zu. Mit den Ostereiern hat es folgende Bewandtnis. Die haben einen ganz interessanten Befund in der Röntgenaufnahme zutage gefördert. Und zwar, dass die Bilder sozusagen auf Vorrat produziert worden sind, also mit einem
neutralen, opulenten Gewand, wie das in der Zeit üblich war. Die Gesichter aber noch nicht gestaltet worden sind, sondern einfach eine neutrale, helle Fläche gelassen worden ist. Und dann ein Auftraggeber sozusagen die Bilder von der Stange mehr oder weniger erwerben konnte. Und dann nur noch das Porträt, die Köpfe eingesetzt werden müssen. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie es ist. Es gibt keine Belege dafür. Aber die Vorstellung, ich sehe wirklich dieses Gewusel in Antwerpen vor mir mit dem Hafen und Leuten, die sich dort treffen, kurzzeitig reisen und da sind. Und dann kommt dieses Von-der-Stange-Modell zum Tragen, dass es tatsächlich Laufkundschaft gibt. Dass also jemand nur kurze Zeit in der Stadt ist und gar nicht die Zeit hat, eben ewig lange zu sitzen. Und das zeigt uns eigentlich einen sehr effizienten Unternehmer. Der Blick unter die Oberfläche zeigt: Im 17. Jahrhundert war es üblich, dass die Arbeit von Meister und Werkstatt in einem Gemälde untrennbar miteinander verschmelzen. Wir glauben zwar, dass wir die Hand des Meisters erkennen, aber Van Dyck macht es uns ziemlich schwer. Es gibt Gemälde, die wir Van Dyck zuschreiben, weil es Dokumente dazu gibt. Wenn wir die nicht hätten, würden wir sie mit Sicherheit Rubens zuordnen. Er malt förmlich mit der linken Hand in einem Stil und mit der rechten Hand in einem anderen. Das zeigt, wie meisterhaft er sein Handwerk beherrscht. Dass er im Stil von Rubens malen kann und dann wieder in seinem eigenen. Das ist der junge Van Dyck, ein außerordentliches Talent. Für Rubens muss Van Dyck eine unglaubliche Bereicherung gewesen sein. Ein wertvoller Assistent, auf dessen gute Arbeit er sich verlassen kann. Van Dyck gelingt es außerordentlich gut, Rubens Malstil zu imitieren. So gut sogar, dass bis heute nicht klar ist, bei welchen Aufträgen er seinen Lehrmeister tatkräftig unterstützt hat. Ben van Beneden, Direktor des Rubenshauses, hat in den 1990er Jahren ein Gemälde für das Museum erworben, das ursprünglich als von Rubens gemaltes Porträt von Van Dyck galt. Vor wenigen Jahren stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Bild wohl eher um ein Selbstporträt von Van Dyck handelt. Die beiden Maler verband ein symbiotisches Verhältnis. Er hat von Rubens kompositionelle Strategien gelernt und Figuren von ihm übernommen. Gleichzeitig aber muss Rubens von Van Dycks Leistung ziemlich überwältigt gewesen sein. Gerade Van Dycks frühe religiöse Bilder bauen häufig auf Kompositionen von Rubens auf. Denn die Historienmalerei ist für den jungen Maler ein eher mühsamer Prozess. Eine gänzlich neue Erfahrung für den talentierten Überflieger, dessen Stärke eher in den Porträts liegt. Die Historienmalerei ist die angesehenste Kunstgattung der Zeit. Und niemand beherrscht sie besser als Rubens. Neben Szenen aus der klassischen Literatur und Mythologie werden vor allem biblische Geschichten abgebildet. Das erfordert nicht nur Talent, sondern auch ein Verständnis von Dramaturgie, Theologie und religiöser Symbolik. Rubens war unfassbar gut gebildet. Ich glaube, die Grundlage dafür, dass er so komplizierte Geschichten aus der Antike und aus der Bibel malen konnte, war die Tatsache, dass er diese Geschichten einfach immer und immer wieder gelesen hatte. Gerade in der Frühphase von Van Dyck ist es sehr interessant zu beobachten, wie er auf der Suche nach einem eigenen Stil ist, wie er auch versucht, sich ja von Rubens zu lösen und eigenständig zu werden. Das Martyrium des heiligen Sebastian ist ein typisches Beispiel dafür, dass er nicht locker lässt. Van Dyck malt insgesamt 4 Variationen dieses Motivs. Vermutlich entstehen alle Bilder zwischen 1616 und 1621 in Antwerpen und Italien. Heute befindet sich eine Version im Pariser Louvre, eine weitere in der schottischen National Gallery in Edinburgh und die anderen 2 in der Alten Pinakothek in München. Von fast allen seiner wichtigen Bilder aus der ersten Schaffensphase gibt es mehrere Versionen. Er muss seine Werke ständig überarbeiten. Das macht ihn so interessant. Er macht die Dinge anders. Nicht immer besser, aber anders. Und das ist typisch für ihn. Der heilige Sebastian ist dafür das beste Beispiel. In der Alten Pinakothek in München werden die beiden Versionen des heiligen Sebastian aus dem Bestand aufwendig untersucht, um mehr über Van Dycks Stilentwicklung herauszufinden. Wenn wir uns den Bereich am Gemälde anschauen, mit dem übermalten Lendentuch, man sieht schon am
Pinsel drüber. Das ist auffällig, dass hier sehr viel passiert ist, dass eine Übermalung ist. Es scheint auch mal so ein bisschen blau durch, wo auch vielleicht dann mal Himmel gewesen ist. Mhm. Und jetzt ist es in diesem hell-orange-Ton. Ja. Und auch so auf der Hüfte, ne? Also diese Bereiche. Also es geht wirklich meines Erachtens doch sehr, sehr stark auch darum, die Komposition zu verbessern, zu optimieren, vielleicht auch nochmal eine andere Lösung zu finden. Gerade bei Van Dyck bringen die neuen Untersuchungsmethoden große Fortschritte und neue Erkenntnisse, weil Van Dyck einen sehr komplexen Malprozess hat und weil die Bilder im Laufe der Zeit stark verändert wurden. Um die Veränderungsgeschichte dieser Gemälde nachvollziehen zu können, ist es natürlich sehr hilfreich, unter die Oberfläche schauen zu können. Das geht am besten mit der Röntgenfluoreszenzanalyse, kurz RFA. Das Bild wird Millimeter für Millimeter mit einem feinen Röntgenstrahl abgetastet, der die Farbschichten komplett durchdringt und alle vorhandenen Elemente sichtbar macht. Bilder von der Größe, mit denen wir es jetzt hier zu tun haben, da muss dieser Scanner zum Teil 2 Tage laufen, weil das wirklich Punkt für Punkt abgefahren wird und dann daraus das Bild montiert wird, was wir dann am Ende interpretieren können. Der Scan ermöglicht einen Einblick in die Farbmittel, die der Künstler verwendet hat. Blei etwa deutet auf weiße Farbe hin und Quecksilber auf rot. Die RFA ist so genau wie kaum ein anderes bildgebendes Verfahren und macht Arbeitsschritte sichtbar, die der Künstler eigentlich verbergen wollte. Zum Beispiel die unter dem Gemälde liegenden Unterzeichnungen oder Korrekturen. In dieser Fassung des heiligen Sebastian wird etwa durch den RFA-Scan sichtbar, dass der Häscher links im Bild ursprünglich ein Bündel Pfeile in der Hand hielt, das aber später unter einer Farbschicht verschwindet. Ich denke, dass natürlich Rubens immer mitzudenken ist bei diesen Historien. Man muss sich Van Dyck wirklich als einen jungen Mann vorstellen, der eben neben einem ganz, ganz großen, damals auch international wertgeschätzten Künstler tätig ist, den er bewundert, aber gleichzeitig natürlich auch mit einem ganz, ganz eigenen Gestaltungswillen an die Sache rangeht und damit auch sich selbst zum Ausdruck bringt. Meist wird der heilige Sebastian von Pfeilen durchbohrt dargestellt. Um sich bewusst von Rubens abzulösen, sucht Van Dyck einen ganz eigenen Zugang zu dem beliebten Motiv. Wir sehen keine Bogenschützen und keine sirrenden Pfeile, sondern wir sehen einen Mann, der fast nackt an einen Baum gebunden wird. Wir sehen um ihn herum Soldaten. Wir wissen, dass Sebastian selber Soldat war. Das heißt, man kann vermuten, dass es seine Kollegen, seine Freunde, seine Kumpels sind, die ihn da an den Baum binden. Und eigentlich ist das Ganze absolut spannungsgeladen, nicht aktionsgeladen, sondern spannungsgeladen. Denn wir fragen uns natürlich, was geht in einem Mann in so einer Situation vor? Ich glaube, das, was Van Dyck prinzipiell interessiert, ist so ein bisschen dahinter zu kommen. Also hinter die Persönlichkeit, die er porträtiert, aber natürlich auch hinter die Persönlichkeit, hinter dem Protagonisten einer Erzählung. In der letzten Version des Bildes sieht der heilige Sebastian Van Dyck auffallend ähnlich. Der Künstler scheint sich für dieses Gemälde selbst porträtiert zu haben. Die 4 Bilder zum heiligen Sebastian lassen Van Dycks Stilentwicklung deutlich werden. Das erste, das im Louvre hängt, ist ein echt merkwürdiges Bild. Wirklich ein grober, derber Stil, den man sich kaum anschauen mag. Im letzten Bild in München ist alles sehr idealisiert, viel flüssiger und irgendwie schöner. Man versteht einfach, warum es für Van Dyck wesentlich war, eben sich mit diesen Historienszenen, ich sag's jetzt mal salopp, abzumühen. Also eben nochmal einen Versuch zu wagen und nochmal eine Leinwand mit dem Sebastians-Thema zu füllen. Und man kann an denen eben sehr schön diesen Werdegang Van Dycks eben darlegen, eben tatsächlich diese Suche nach dem richtigen Weg. Für den jungen Van Dyck führt in Antwerpen kein Weg an Rubens vorbei. Er ist für ihn ein großes Vorbild, wirft aber einen dementsprechend langen Schatten. Van Dyck sieht seine Bestimmung als Historienmaler, aber gerade hier ist die Meisterschaft des belesenen und weitgereisten Rubens unumstritten. Rubens hatte einen so hohen Status, da mitzuhalten war echt schwer. Nicht nur für Van Dyck, auch für alle anderen Maler.
Er kann sich da noch nicht mit Rubens messen. Rubens steht in der Blüte seines Lebens. Ihm fliegen alle Aufträge zu. Es war vielleicht ganz schlau von Van Dyck zu schauen, was in England möglich ist. Für Van Dyck beginnt ein Abnabelungsprozess von seinem Lehrmeister. Er versucht, sich mehr und mehr stilistisch abzugrenzen. Eine Einladung des Grafen von Arundel kommt da gerade recht. Mit 21 Jahren reist Van Dyck zum ersten Mal nach England. In England sieht er zum ersten Mal, und das finde ich extrem wichtig, Werke von Tizian, Werke von Tintoretto und Veronese in Sammlungen in London. Er beginnt, die venezianische Malerei zu verstehen. Und ich denke, er sieht in ihr einen Weg, Rubens schier übermächtigem Einfluss zu entkommen. Und als er aus England zurückkommt, ist sein erster Gedanke natürlich, wie Rubens es auch getan hat, nach Italien zu reisen. Van Dyck hat das Reisefieber gepackt. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Antwerpen macht er sich 1621 auf nach Italien. Es heißt, dass zwischen Rubens und Van Dyck eine Rivalität aufgekeimt sein könnte. Blieb Van Dyck gar nichts anderes übrig, als ins Ausland zu gehen? Oder hat Rubens seinen talentierten Schüler gar aus der Stadt gelobt? Im 19. Jahrhundert gab es eine Menge Fantasien über diese Beziehung. Aus meiner Sicht ist das alles Humbug. Alles, was wir wissen, legt nahe, dass das Verhältnis voller beiderseitiger Bewunderung und Vertrauen war. Es gibt keinerlei Hinweise auf persönliche Schwierigkeiten zwischen den beiden Männern. Rubens vermittelt ihm gerne wichtige Kontakte in Italien. Die Künstlerreise gehört damals einfach auch selbstverständlich zu einer Künstlerausbildung dazu. Und wer es sich leisten konnte, hat das gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das sozusagen im Sinne einer Flucht aus Antwerpen überhaupt zu interpretieren ist oder nicht einfach als einen selbstverständlichen Schritt in eine größere Welt. Das, was wir eben sehen in dem Moment, wo wir Van Dyck nach Italien begleiten, ist eben diese unglaublich weit geöffneten Augen. Die ganze Italien-Erfahrung kreist darum, Tizians Werke zu studieren und zu verstehen. Er wird von seinem Wunsch angetrieben, einen neuen Stil zu entwickeln, der unabhängig von Rubens ist. Nach seiner Italienreise verändert sich sein Stil. Die Farben werden leuchtender, italienischer. Man sieht den Einfluss von Tizian, das Gelb, das Rot. Das ist anders als das, was er davor gemacht hat.1627 kommt Van Dyck nach Antwerpen zurück, den Kopf voller neuer Ideen und Eindrücke. Er ist 28 Jahre alt und will jetzt so richtig durchstarten. Die Untersuchungsergebnisse seines Selbstporträts aus der alten Pinakothek in München zeigen, dass der junge Maler sein Selbstbildnis nach seiner Rückkehr aus Italien zeitgemäß anpasst. Auch hier wird Tizians Einfluss deutlich. Der italienische Meister ist bekannt für seine farblichen Stimmungen, in denen er immer nur kleine, weiße Akzente setzt. Sie müssen sich vorstellen, bei den niederländischen Porträts, diese weißen Mühlsteinkrausen, das ist ganz viel weiß. Bei Tizian ist das oft nur noch ein klitzekleiner Hemdkragen, der rausleuchtet. Und bezeichnenderweise in seinem Selbstbildnis übermalt Van Dyck das weiße Tuch, reduziert also den Weißakzent zugunsten der dunkleren Tonigkeit. Also da ist ganz sicherlich der Einfluss von Tizian stark zu greifen. Neben dem Schmälern des Kragens nimmt Van Dyck noch andere Veränderungen vor. Er übermalt die ursprünglich vorhandene Horizontlinie und verändert die Position seiner rechten Hand. Nachträglich legt er seinen Arm am unteren Bildrand ab. So lenkt er den Blick elegant auf seine grobgliedrige Goldkette, die über seine linke Schulter drapiert ist und auf seinem schwarzen Obergewand besonders schön zur Geltung kommt. Die Kette ist ein Statussymbol, das Van Dyck für seine Arbeit in Italien erhalten hat und das er nun in Szene setzt. Ich finde Van Dycks Persönlichkeit extrem interessant. Er war ungeheuer talentiert, und das schon als junger Mann. Das gab ihm eine Art Selbstbewusstsein, das schon fast an Arroganz grenzte. Ich denke, das ist bei Wunderkindern so.
Man hat dieses unglaubliche, gottgegebene Talent. Und ja, wie gut setzt man das ein? Zwischen 1628 und 1630 ist Van Dyck der König in Antwerpen. Rubens ist als Diplomat in Spanien und England unterwegs. Das muss schon eine Erleichterung für Van Dyck gewesen sein. 2 Jahre lang gibt er den Ton an. Mit der zweiten Antwerpener Periode beginnt Van Dycks produktivste Zeit. Er malt unter anderem eine Bildfolge zu den führenden Antwerpener Kunsthandwerkern und ihren Familien, von denen einige heute in der alten Pinakothek zu bestaunen sind. Die Gemälde geben einen lebendigen Einblick in die Antwerpener Kunstszene. Für mich sind die Werke aus der zweiten Antwerpener Schaffensphase Van Dycks Karrierehöhepunkt. Er malt sagenhafte Porträts flämischer Bürger, aber auch großartige Historienbilder. Durch seinen Italienaufenthalt hat Van Dyck seinen besonderen Zugang zur Historienmalerei gefunden. Das ist dieser unmittelbare Zugriff auf den Menschen. Und das befähigt ihn in einer ganz besonderen Art und Weise, ein biblisches Gleichnis zu erzählen. Er entfernt sich von den traditionellen Darstellungen biblischer Szenen und schafft hochemotionale Werke, wie beispielsweise Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. Er hat ja auch einen Wahnsinnsblick für Kinder. Die Kinderdarstellungen von Van Dyck sind absolut ihrer Zeit voraus, weil er wirklich genau hingeguckt hat, wie sieht so ein Kind aus. Selbst unsere Madonna mit dem schlafenden Christuskind auf der Brust, das ist völlig satt eingeschlafen und zerdrückt dabei seinen Heiligenschein. Das kann man mit dem Mikroskop wunderbar sehen, dass er so ein goldenes Flämmchen so richtig platt gedrückt ist. Also richtig so ein schlafendes Baby, das sich um nichts mehr schert, weil es jetzt einfach satt und zufrieden ist. Ich finde, das ist etwas, was Van Dyck schon so besonders macht. Schloss Schleißheim, einer Filialgalerie der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, werden Bilder für die große Van Dyck-Ausstellung in der alten Pinakothek eingepackt. Die umfangreichen Forschungsarbeiten des Münchner Teams kommen zu einem Ende. Sie ermöglichen uns einen Einblick in Van Dycks künstlerische Entwicklung, seine Werkstattpraxis und den Entstehungsprozess seiner Bilder und bringen uns die Person des Malers näher. Wir versuchen mit unserer Ausstellung, diese Persönlichkeit für den Besucher erfahrbar zu machen. Das alles ist 400 Jahre her, also eine enorme Menge an Zeit. Und hoffentlich gelingt uns das, diesen Mann uns nahe zu bringen, dass wir ihn wahrnehmen als eine Persönlichkeit, so wie sie heute auch sein könnte, mit ihren Ambitionen, mit ihrem Ehrgeiz, mit ihrem Talent, mit ihren Begabungen. Und diese Persönlichkeit lassen wir durch die Kunstwerke kommunizieren. Ich denke, dass es nicht richtig ist, immer nur auf die absolut eigenhändigen Werke zu schauen. Also ich denke, die Gesamtheit ist von Interesse und jetzt nicht nur die Highlights des Künstlers. Diese Porträtmalerei, das hat er einfach geradezu genialisch, wenn man so will, eben gekonnt. Das lag ihm einfach im Blut. Aber das andere hat er nicht losgelassen. Und ich finde, das macht eben so den besonderen Wert aus. Und deswegen wird man ihm sicherlich immer eher gerechter, wenn man ihn eben mit dieser Facette der Historienmalerei eben denkt. Ausstellung und Forschung zeigen Van Dycks Entwicklungsprozess und seine Auseinandersetzung mit Rubens, die viele Meisterwerke möglich machte. Sie lassen uns einen Van Dyck abseits der Porträtmalerei entdecken, der auch als Historienmaler ein beachtliches Vermächtnis hinterlässt. Wäre Rubens nie nach Antwerpen zurückgekehrt, hätte Van Dyck weiter großartige Historienbilder gemalt. Aber dann gehen die Aufträge zurück an Rubens und Van Dyck sieht England als Ausweg. . 1632 folgt Van Dyck dem Ruf der englischen Krone nach London, wo König Karl I. den 33 Jahre alten Künstler zum Hofmaler ernennt und prompt zum Ritter schlägt. Van Dyck wollte Historienmaler sein, wie Rubens, wie Tizian. Aber er hatte, wenn man so will, das große Pech, als englischer Hofmaler auserkoren zu werden.
at the English court. Our ID. Unser Bild vom Hof Karl des Ersten basiert auf den Gemälden von Van Dyck. All diese wunderschönen Männer und Frauen, sie sind immer schön, niemals hässlich. Sie zeigen ein Ideal, das man sich gerne anschaut, das aber nichts mit der Realität zu tun hat. Not real at all. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Porträts, die Van Dyck von der englischen Königin Henrietta Maria anfertigt. There is a nice anecdote in the memoirs of Sophie of Hanover. Es gibt eine schöne Anekdote in den Memoiren der Sophie von Hannover, in denen sie berichtet, dass eine Kutsche vorfuhr und eine Frau ausstieg mit vorstehenden Zähnen und schmalen Schultern, die auf hohen Hacken daherstolperte und alles in allem eine gänzlich unbeeindruckende Figur abgab. Und nach einer Weile, also wirklich einer Weile, wurde ihr klar, dass es sich hier um die englische Königin Henrietta Maria handelte. Und sie schreibt: Ich wusste nicht, wer sie ist, weil ich sie nur von Van Dycks Porträts kannte. Es ist so überzeugend, dass man es einfach glauben will. Und das ist ganz bezeichnend für Van Dyck. Das Thema Eitelkeit spielt bei den Porträts natürlich eine Rolle. Das ist der Wunsch, für die Nachwelt bestehen zu bleiben. Weswegen wir ja auch Fotos von uns anfertigen und die ins Internet stellen. Also auch dieses Agieren auf einer Bühne, dieses ganz Menschliche des Gesehenseinwollens, was Van Dyck eben so perfekt bedient. Er hat Einfluss auf die Porträtmalerei in Genua, in Antwerpen und in England. Er revolutioniert wirklich die Art und Weise, wie Porträts gemalt werden. Ich würde sogar behaupten, dass Van Dyck die englische Malerei begründet. Bilder von Malern wie Reynolds und Gainsborough würden heute ganz anders aussehen, wenn es Van Dyck nicht gegeben hätte. Er verändert einfach die englische Malerei. Vielleicht liegt es daran, dass ihn die Porträtmalerei nicht gänzlich erfüllt. Van Dyck scheint unzufrieden. Obwohl er nirgendwo so geschätzt wird wie in England, wird er dort nie so richtig heimisch. Seine Englischkenntnisse bleiben rudimentär und immer wieder zieht es ihn nach Antwerpen zurück. Im 17. Jahrhundert gab es eine Hierarchie der Malerei. Ganz oben stand die Historienmalerei, Szenen aus der Bibel, Szenen aus der klassischen Literatur und der antiken Mythologie. Und ziemlich weit unten in der Hierarchie, also kurz vor den Stillleben, kam erst die Porträtmalerei. Das muss ein echtes Problem für Van Dyck gewesen sein. Ich male meine Porträts, ich verdiene viel Geld. Aber ich male nicht diese riesigen Gemälde, die mir Ruhm und Ehre bis in die Ewigkeit bringen werden. Es ist schwer zu sagen, ob sich Van Dyck in England wohlgefühlt hat. Ich glaube, er hat sich nie so richtig eingelebt. Er reist viel hin und her und hat sicherlich vorgehabt, zurückzukehren. . 1640 reist Van Dyck zurück nach Flandern. Sein alter Lehrmeister Peter Paul Rubens ist gerade verstorben. Bei seiner Rückkehr erwartet ihn ein besonderes Angebot. Er bekommt eine Nachricht vom Kardinal Infant, der fragt, ob er wohl so nett wäre, ein paar Gemälde für den spanischen König fertigzustellen, die unvollendet in Rubens Werkstatt stehen. Und er sagt nein. Er sagt, ich male gerne komplett neue Bilder, aber ich werde Rubens Werke nicht fertigstellen. Wenn man darüber nachdenkt, ist das wirklich bemerkenswert. Rubens hatte ihn schließlich auf den Weg gebracht und man könnte meinen, dass er das einfach als Hommage an Rubens erledigen würde. Aber das tut er nicht, er weigert sich. Er hatte ein seltsames Verhältnis zu Rubens, das sich nicht leicht verstehen lässt. Es ist doch vollkommen verständlich, dass man so ein Angebot ablehnt. Vielleicht hatte er den Traum, jetzt wo Rubens weg ist, bin ich der große Meister in Flandern. Im August 1641 erkrankt Van Dyck schwer. Trotz seines schlechten Gesundheitszustandes
nimmt er große Strapazen auf sich, reist nach Paris, um sich für einen prestigeträchtigen Großauftrag zu bewerben. Vergebens. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Am 9. Dezember 1641 stirbt Van Dyck in seinem Haus in London im Alter von 42 Jahren. Van Dyck hat in seinem kurzen Leben ein Werk hinterlassen, dessen Neuentdeckung sich immer wieder lohnt. Gerade in der Historienmalerei hatte er noch große Pläne, mit denen er sich endgültig aus Rubens Schatten lösen wollte. Aber wenn man genau hinschaut, erstrahlen auch seine frühen Historienbilder in einem ganz eigenen Licht. Er hat etwas Unvollendetes an sich. Nicht nur sein früher Tod, sondern auch die fehlende Chance, seine Historienmalerei so voranzubringen, wie er es sich gewünscht hätte. Ich wünschte, er hätte mehr große mythologische Szenen gemalt. In England malt er zwei, drei, die für mich zu den besten Gemälden des 17. Jahrhunderts gehören. Warum zur Hölle hat er nicht mehr davon gemalt und auf ein paar Porträts verzichtet? Das ist echt schade, finde ich. Er malt wundervolle Porträts, aber ich hätte gern noch mehr Historiengemälde von ihm gesehen. Ich finde, er hatte dafür wirklich ein großes, großes Talent. Seine Historienbilder aus der zweiten Antwerpener Schaffensphase finde ich gefühlsstark und bewegend und ja, wirklich mit dem Herzen gemalt. Eigentlich ist es schade, dass er nach England gegangen ist.